die wir jetzt zusammen machen. Geliebter Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen. Die Engel des Lichtes betreten diesen Raum, denn sie wurden gerufen, heute bei uns zu sein. Und so erhöht sich die Energie und breitet sich um dich herum aus. Die Engel des Lichtes, sie flüstern dir zu. Das höchste Gut ist die Liebe und das Licht deiner Seele. Das ist das, was uns alle zusammen verbindet. Über dieses Licht bekommen wir Vertrauen und Kraft. Und so sprechen die Engel des Lichtes zu dir, voller Freude und Wahrhaftigkeit. Geliebter Mensch, bitte erlaube dir, dich heute so tief wie möglich in die Worte und Energien fallen zu lassen. Erlaube dir, für das Licht zu wirken im Kreise deiner Lichtgeschwister. Und so wirst du nun gefragt, ob du als Kanal dienen möchtest, ob du als Kanal des Lichtes unsere Erde unterstützen möchtest. Und je nachdem, ob du mit Ja antwortest, werden die Engel des Lichtes über Gottes Gedankenfelder die allerhöchste Liebe, das allerhellste Licht durch dich hindurchfließen lassen. Und so sage nun, gebe uns dein inneres Ja. In dem Moment öffnet sich dein Kronenchakra und die Verbindung zu Gottes Liebe wird hergestellt. Und so ergießt sich Gottes Licht in dein Kronenchakra hinein, fließt durch deinen ganzen Körper und fließt durch dein Wurzelchakra auf die Erde. Und nun lenke deinen Fokus darauf, dass die Energien des Lichtes in die Regionen der Erde fließen, wo unsere Erde Unterstützung braucht. Lass es einfach fließen und genieße selbst auch die hohe Energie. Denn bei dieser Lichtarbeit wird deine Energie erhöht und ausgedehnt. Und so gebe ich dir nun ein wenig Zeit, als Kanal zu dienen. Vielleicht kannst du die Lichtstrahlen wahrnehmen, wie sie über die Erde fließen, wie sie sich bündeln zu einem großen, starken Lichtstrahl,
und wie nun die Engel des Lichtes diesen Strahl nehmen und ihn genau dorthin führen, wo unsere Erde Unterstützung benötigt. Und so entstehen große Lichtpunkte auf der Erde. Die Strahlkraft erhöht sich immer mehr. Gottes Liebe, Gottes Licht fließt durch dich hindurch. Falls du die anderen Lichtarbeiter wahrnimmst, könnt ihr euch an den Händen nehmen und dadurch einen noch größeren Lichtstrahl entstehen lassen. Dieser Lichtstrahl erfließt über die Erde, in die Erde, genau dorthin, wo Licht benötigt wird. Du nimmst an dem Ritual des Lichtes teil. Das Ritual zur Stärkung, das Ritual der Liebe, des Vertrauens und der Manifestation, dass alles sich zum Guten hin verändert, dass das Licht noch größer wird, noch mehr Kraft bekommt. Dass die Dunkelheit weicht und die neue Erde entstehen kann. Stell dir nun vor, wie diese neue Erde aussehen soll. Manifestiere mit deinen Gedanken Gesundheit, Lebensfreude, Fülle auf allen Ebenen und glückliche Menschen, welche in Freiheit leben. So beginnt nun deine Seele sich auszudehnen, denn es ist vollbracht. Du hast zum allerhöchsten Wohle gewirkt, die Erde gestärkt, die Menschen gestärkt, dem Licht Platz gemacht, noch viel mehr Platz gemacht, als vorher war. Und so trägt dich deine Seele wieder sanft zurück in dein Hier und Jetzt, an den Ort, wo du zu Hause bist. Dann bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei wieder ganz da. Smarana, an alle, die heute mitgemacht haben und für das Große und Ganze so viel Licht ausgedehnt haben. Ihr seid so wundervoll. Und wer gerne noch etwas Unzensiertes zu diesem Video erfahren möchte, darf auf Smarana TV kommen und dort weitere Informationen anhören. Ich danke dir sehr für dein Licht
und für deine Liebe. Hab eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen und eine Umarmung. Tschüss.